Moin moin meine Lieben und willkommen zurück zu The Evil Within 2. Wir haben den Chip von dem Typen da auf dem Barren entfernt aus dem Gehirn. Jetzt können wir unten durch die Tür reinkommen, wo die gute Hoffmann durchgegangen ist. Allerdings hat sich im letzten Moment hier was verändert. Denn ich weiß nicht, ob es noch genug Leute sind, die hier rumschleichen und uns killen wollen vielleicht. Das heißt, wir müssen hier irgendwie rauskommen, ohne drauf zu gehen. Das probieren wir jetzt mal. Man hört, draußen sind wieder Leute. Relativ uncool. Genug Seen da draußen. Also unten laufen auf jeden Fall einige rum, wie man sieht. Oh, da ist sogar so ein Riesenviech. Okay. Wir probieren mal. Da liegt eine Flasche, das ist gut. Die nehmen wir. Ich teste mal ganz kurz, ob hier auch irgendwo noch welche sind. Ich glaube, die sind aber alle unten. Was ja auch für uns nicht schlecht ist. Das Einzige, was für uns schlecht ist, dass wir da runter müssen. Das eine ist ein Schreier. Der Schreier ist schon sehr, sehr blöd. Habe ich eigentlich Sonnenmunition noch hier? Nee. Okay. Ich nehme die Schrotflinte in die Hand. Ja, wo ging es denn runter? Da, ne? Wer kann mich denn da gerade sehen? Wer guckt denn da auf mich? Also wer könnte mich denn jetzt gerade sehen? Eigentlich gar keiner, oder? Doch, da draußen ist noch einer. Okay. Ich sehe den auch gerade. Der vibriert da draußen irgendwo an der Tür rum. Direkt hier hinter der Tür, das ist nicht blöd. Gehen wir schnell so. Jetzt geht's gleich runter, ne? Gehen wir ganz hier hinten hin, da leuchtet irgendwas. Das nehmen wir noch mit. Meine Leute laufen hier nicht rum. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir hier vorne längs. Oh, ich bin auch immer ein bisschen aufgeregt, ne? Muss ich zugeben. Mit dem, bevor er sich umdreht. Oh nein, ich hab gedrückt. Okay. Shit. Mist. So viel zum Thema Munition sparen. Klappt ja wieder wunderbar, wie man sieht. Scheiße. Ich wollte schön Munition sparen und das wird natürlich wieder nichts. Da
gut, wir können ein bisschen Munition nachher bauen, aber nicht gerade viel, ne? Das ist so ärgerlich, ne? Ich schieße mal hier auf meine normale Pistole. Da liegt doch noch irgendwas. Was hat einer da verloren, der gute Mann? Ein bisschen Schießpulver, okay. Oh, da ist noch einer. Zwei, drei. Ich möchte ungern meine ganze Munition verballern. Steht der eine. Da steht der andere. Wir müssen gleich mal was anderes probieren. Er zurückrennt und sich hier in die Ecke stellt. Gehen wir den anderen auch. Wenn das klappt. So wie ich es mir vorstelle. Steht ein bisschen doof da. Ich kann es von der Seite sehen. Wir müssen warten, bis sie sich umdreht und wieder zurückgeht. So. Das sollten alle gewesen sein. Glaube ich zumindest. Jetzt können wir auf jeden Fall da rein. Behaupte ich mal. Mit diesem coolen Chip, den wir haben. Werde nach Einheitscerebralchip. Bitte warten. Na? Super, wir können rein. Wurde auch Zeit. Hoffentlich hole ich Hoffmann und O'Neill noch ein. Hier gibt es irgendwie ein bisschen Nachschub. So. Viel Munition bedeutet ja oft, dass da irgendwas Großartiges passiert. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein hier. Was ist das? So, ist ja noch kein Feuer, ne? Tritt hier noch nicht runter. Hier ein bisschen Schrot. Ein bisschen Pistolenmunition. Ach, wir haben voll, ey, ganz ehrlich, wir haben volle Munition. Bei den Pistolen, das ist auch selten gewesen bei uns, oder? Was? Stimmen. Was ist das? Okay. Da er die Feuer. Liam, nicht. Wen meinen Sie mit Liam? Zurück!
Oh shit. Das ist Liam. Kommen Sie mir nicht in die Quere. O'Neill, was ist passiert? Theodore hat mir den Weg gezeigt. Ich gehöre jetzt ihm. Ich habe ihm geholfen. Und dafür hat er mir ein neues Leben verschafft. Ein Leben als Sklave. Du wirst es nie verstehen. Und dafür sollst du brennen! Das wird so heiß. Du musst die Flammen löschen. Lauf, Schnute! Du kommst hier nicht raus! Immer noch mehr so Dinger, ne? Das macht so ein Ding, okay. Du kommst hier nicht raus! Er verlangt, dass ich mich um dich kümmere! Du kannst sterben! Oder dich ändern! Okay, so dumm. Ah, wo ist er? Ja, Pater Theodore. Ich habe es ihm gesagt. Hey, zu fein, du hast einfach einen scheiß Flammenwerfer, du Affe. Aha, warte mal. Können wir das Ding neben ihn explodieren lassen? Das sieht fast so aus, oder? Was sind das für Streifen, die er da hat? Ah! Oh, shit. Oh. Oh, lauf. Oh, fuck. Leider nicht schnell laufen. Können wir hier ein bisschen uns heilen. Und? Mal vielleicht mal auf die Schrotflinte gehen, doch trotzdem nochmal. Mist. Okay, aber ich denke mal, das ist so die Chance, dieses Kryogen-Zeug da abzufeiern. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen.
Ich habe gar keinen Schuss mehr gleich. Mist, ey. Bist du dir zu fein, um gegen mich zu kämpfen? Nee, ich hab noch Schiss vor dir, du Affe. Ist die Frage, welchen Weg er geht. Ach, guck mal da. Die Scheibe kann er mich nicht sehen dürfen, ne? Kann das sein? Ja, Pater Theodor. Ich habe es ihm gesagt. Füge dich und all die Verfügung. Oh, lauf! Okay. Jetzt reicht's. Die Spielchen sind vorbei. Okay, irgendwas ist passiert gerade. Da kommt. Das hätte mich vielleicht früher aufgehalten. Lass sie ihn nicht entkommen. Versprochen. Ich bin nicht länger schwach, Sebastian. Ich zeig es dir. So, Kopfschuss. Von seiner Stimme. Von meinen Ängsten. Ich hatte solche Angst. Er
muss aufgehalten werden. Das kann ich nur, wenn ich ihn finde, O'Neill. Er hat die Ebene gewechselt. Ist nicht hier. Nirgendwo. Die Maschine im nächsten Raum. Sie muss zerstört werden. Was für eine Maschine? Ich sollte sie bauen, um ihn zu verstecken. Sie muss zerstört werden. Um ihn zerstören zu können. Was ist passiert? Wie ist O'Neill zu diesem Ding geworden? Da liegt der Flammenwerfer. Ich war in meinem Unterschlupf, seit sie weg waren. Als Liam mich bat, ihn zu treffen, war ich so erleichtert, seine Stimme zu hören. Aber das war nicht Liam. Er war dieses Ding. Ich wollte zu ihm durchdringen, aber sie haben ihn ja gehört. Theodore Wallace hat etwas mit ihm gemacht. Armer Kerl. Ich wollte ihn nicht töten. Sie hatten keine Wahl. Theodore hätte ihn nicht gehen lassen. Und jetzt? Schauen wir uns die Maschine an, die O'Neill erwähnt hat. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite des Raums, in dem sie uns gefunden haben. Okay. Bestätige Flammenwerfer. Wenn du ihn benutzen willst, musst du das. Achso, muss Ersatzteile finden, okay. Könnte ich gebrauchen, aber er ist kaputt. Mit den richtigen Teilen allerdings. Ich mal kurz hier rein. Ah, perfekter Raum. Aber wir müssen einmal hier. Nein. Ich werde niemals. Ja, Meister. Natürlich. Die Maschine läuft wie geplant. Danke, Vater Theodore. Das zu hören erfüllt mich mit Stolz. Was? Aber sie ist harmlos. Sie ist nicht... Nein. Ich wäre niemals ungehorsam. Natürlich werde ich. Was immer Sie wünschen. Yukiko, hörst du mich? Ich bin im Fabrikationsraum. Zugangsberechtigungen sind wertlos, wenn alle tot sind. Also, komm einfach zu mir. Ich muss dir was zeigen. Es ist wichtig. Tut mir leid, Yukiko. Aber er verlangt es. So. Hochwertige Waffenteile haben wir jetzt schon mal ein paar mehr gefunden sogar, also gar nicht mal so wenig. Guck mal. Zu viel seltsamer Kram hier. Anscheinend hat er was gebaut. Vielleicht diese Maschine, von der er geredet hat. Man kann da reinsehen? Ah, das war das Spiegel, ne? So, wir gehen gleich mal zum Spiegel hin. Ich wollte gucken, ob hier noch irgendwas liegt, was ich noch mitnehmen kann. Natürlich ein abgefahrenes Buch. Sein Markenzeichen. Theodore hat seine Finger hier überall im Spiel. Fast so etwas wie eine Art Kommunikation mit ihm. Sie kennen also Theodore Wallace? Natürlich. Er ist der Einstellungsleiter. Aber was macht er im Stamm? Und warum tut er das? Da gibt es so einiges, von dem Sie nichts wissen. Theodore will Lily für sich. Sie haben gesehen, was er O'Neill angetan hat. Das tut er hier drin jedem an, wenn er muss. Er reißt hier alles auseinander, um Lily zu bekommen. Das kann ich nicht zulassen. Ich glaube, bevor wir hier durchgehen, wenn wir doch mal den Spiegel reisen, denn wir haben ja schon sehr viel grünes Zeug eingesammelt. Und das werden wir einmal nutzen. Waffensachen bauen wir auch, aber erst machen das hier. Das waren wirklich viele, glaube ich. Keine Sorge, Detective. Tut kein bisschen weh. Haben wir noch einen Schlüssel eigentlich? Ne. Gut. Aber warte. Da oben können wir mitnehmen.
Wir können jetzt mehr tragen. Aber jetzt müssen wir das hier noch machen. Da. So, schauen wir mal nach, was wir so alles haben. Wir haben auf jeden Fall grünes Gel und wir haben auch rotes Gel. Das heißt, wir können so ein paar Sachen auf jeden Fall machen. Aber ich würde auf jeden Fall... Erstmal noch mal Kampf gucken hier. Verringert das Wackeln des Zielen. Noch geringer Rückstoß beim Schießen. Ballist haben wir da noch. Eine Spezialfähigkeit, mit der du dich an den Gegner schnell nähern kannst, um einen Schleichangriff auszuführen. Ganz geil, ne? Mach das mal. Das kosten wir. Du kannst mir gesagt, das hier ist, das finde ich ganz gut eigentlich. Du verwendest automatisch einen Spritz, wenn du tödlichen Schaden hast. Das funktioniert nicht bei allen Angriffen. Okay. Nicht bei allen, aber bei einigen. Ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Das kostet 12.000. Das, den Rest behalten wir. Und jetzt holen wir uns noch ein bisschen was bei den Waffenteilen. Beziehungsweise versuchen irgendwas an unseren Waffen zu verbessern. Ein paar hochwertige Waffenteile haben wir. Nee, nicht Herstellung, sondern weißt du was. So, wir haben ja auf jeden Fall unsere Feuerkraft hier bei dem. Würde ich natürlich schon gerne erhöhen wollen. Dafür brauchen wir 800 Teile, die haben wir natürlich nicht. Die haben wir auch nicht. Aber wir haben uns ein Ding freigesetzt. Guck mal hier bei der Schrotflinte. Da brauchen wir 480 für. Ah, viel zu viel Asche. Den machen wir besser. Genau, so. Nein, warte, wir können auch ein bisschen Munition bauen, ne? Wenn wir schon hier sind. Da. Können wir noch 5 Stück machen, haben wir aber nichts mehr. Lass uns mal. Zehn Schuss. Und davon auch 2 Schuss. So, vom Flammenwerfer brauchen wir noch das andere Teil, die haben wir noch nicht. Aber hier können wir auch was bauen, ne? Schockbolzen brauchen wir nicht, Explosionsbolzen werden vielleicht nicht schlecht. So. Und speichern tue ich auch nochmal schnell hier. Ja, und dann war es das auch, glaube ich, für heute. Tut mir leid, dass ihr jetzt noch das hier mit anschauen müsstet. Aber ich glaube, weiter gehen wir noch nicht. Das machen wir erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. We'll be right back.